Freitagabend im Seminarraum des MISO-Netzwerkbüros. Die Dozentin referiert über Pressearbeit im Projekt. Diese Veranstaltung ist möglich durch Förderung im Rahmen von House of Resources. House of Resources, ein Projekt zur Förderung des bürgerlichen Engagements in Migranten-Selbstorganisationen, Vereinen und Initiativen. Das Projekt geht so weit, dass wir auch finanzielle Förderung bereitstellen für die Projekte, die diese Vereine und Initiativen durchführen möchten, oder auch für bestimmte Anschaffungen, die sie brauchen, wie zum Beispiel Flyer im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Nicht nur Seminare und Fortbildungen finanziert das House of Resources. Über gelungene Projekte und Investitionen können die geförderten Vereine berichten. Wir wissen ja auch, dass die Migranten-Selbstorganisationen meistens alle auf ehrenamtlicher Basis arbeiten oder auch nicht den notwendigen Räume haben. Und diese House of Resources gibt die Möglichkeit, die kleineren Migranten-Selbstorganisationen, dass sie eine gewisse Stabilisierung in ihren Strukturen anzuschaffen. House of Resources ist eine Quelle, wo wir denn die Ressourcen beziehen können, um unsere Arbeit zu professionalisieren, besonders die kleinere Vereine, die noch nicht in der Lage sind, ihre Arbeit zu professionalisieren. Mein Verein Azadi will gerne ein Projekt von House of Resources erstellen. Also wir haben eine Planung. Wir wollen erst, wir helfen die Menschen, die Flüchtlinge, die auch Deutsch nicht sprechen können, und wir schreiben für sie zu Behörde, also auf Deutsch. Und deswegen brauchen wir viele Materialien wie Drucker, Computertische und solche Sachen. Ich erwarte vom House of Resources eine tolle Unterstützung der Arbeit der Migrantenorganisationen, wie es bisher auch gelaufen ist. Unsere Verein Hakiri so zum Beispiel hat schon davon profitiert. Wir haben zwei Projekte durch House of Resources finanzieren bekommen. Nähere Informationen gibt es beim MISO-Netzwerk Hannover oder im Internet. Das House of Resources bedeutet für mich Projekte. Leute von Migranten-Selbstorganisationen kommen zu uns mit ihren Ideen und Initiativen, und wir versuchen, diese in richtige Projekte umzusetzen und sie zu finanzieren.